Dann ich drücke auf OK. Hallo Leute, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge von Stardew Valley. Ich habe meinen Controller wieder. Für die Leute. Also, ui, er funktioniert auch gleich. Sehr gut. Ich muss doch mal Smarpy direkt in Steam einbinden, damit. Oh, hallo. Diamant. Damit ich meinen Pro-Controller verwenden kann dafür. Du hast es geschafft, ich bin sehr beeindruckt. Genieße deine Belohnung. 10.000 G beigelegt. Bekomme ich die jetzt auch nochmal? Das weiß ich nicht. Guck mal, ob ein Brief für dich da ist. Ja, aber wie ist Brief da? Yes. Wow. Finde ich gut. Wenn man Treppen verwendet, dann sagt er übrigens, du Cheater. Aber ich glaube, du kriegst das Geld trotzdem. So, ich glaube, ich gehe heute nochmal dahin. Weil es sich echt lohnt, immer weiter runter zu gehen da in der Höhle. Übrigens haben wir sehr viele Edelsteine. Das sind 1800, 2700. Kaffeebohnen sind morgen fertig. Das, ja, 2700, 3600. Da wird es sehr viele Erfahrungspunkte bekommen. Ja. Ich bin jetzt schon fast. Ich denke so 3600, ungefähr 3900, dann kommen die Diamanten 11.250. Okay, dann sind wir auf einmal bei 15.000. Ja. Also, wir haben ein bisschen was. Ich pack die Bomben ein. Wirklich, mir fehlen 30 Erfahrungspunkte zum nächsten Level. Ach komm schon, Spiel. Sagt die Katze. 25, weil ich noch Ei aufsammeln konnte. Für Dings hier. Für Ernten, für Farming. Ja. Okay. In 19 Tagen. Ich könnte einfach die Blue Jess ernten. Ja, in 19 Tagen sind auch die uralten Früchte fertig. Jo. Bringt bestimmt auch ordentlich Erfahrungspunkte. Ja, und vor allen Dingen kannst du die dann, können wir die zu neuen Seeds verarbeiten, dann für deine uralte Fruchtfarm. Ich glaube, ich gehe heute mal zwei Schweine holen. Eins, zwei. Guck mal, wenn ich zwei hinkriege, hole ich zwei. Solltest du. 16.000. Ja. Ich kaufe ja noch ein bisschen Knoblauch jetzt so. Ah, okay. 5 Heringe für 150. Ich glaube nicht. Honig, blaue Jess, Käse. Ich gehe heute nicht den Knoblauch verkaufen, weil heute Ruhetage. Läuft? Dann werde ich jetzt kein Knoblauch anpflanzen. Du könntest mit mir in die Wüste kommen. Ich gehe Schweine kaufen und ich werde aus dem normalen Knoblauch vielleicht einfach Seeds herstellen. Ja, ich fände es gut, wenn wir mal Dings finden würden. Dings? Oh. Prismatische Scherben. Ja, die wäre super, das wäre super. So, auf Ebene 25 geht's los. Das ist mal wieder ein verseuchtes Monstergebiet. Wir können noch nicht upgraden, weil wir noch nicht den höchsten Stall haben. Ich werde den höchsten Stall jetzt kaufen erstmal. Schweinestall. Zum Glück ist heute Mittwoch, da hat Robin wenigstens offen. Dienstag ist sie nicht da. Gleich mal zwei Iridium-Erz gefunden, beim zweiten Slime gleich. Und nochmal Iridium-Erz. Drei Slimes, drei Iridium-Erz. Na, immerhin. Ich muss nur prismatische Shards daraus basteln. Das geht leider nicht. Ich sollte mich mehr mit dem Buff-Kochen beschäftigen, um mir gute Sachen zu machen. Zum Beispiel Angriffsplus wäre gut. Das Problem ist, dass sich verschiedene Buffs hier nicht leicht stacken lassen. Ja,
Ja. Dann werde ich mir heute auch mal einen Rucksack kaufen. Prost. Ist gut. Ah ne, heute kann ich nicht. Außerdem bin ich mit Geld. Wo ist das ganze Geld hin? Das ist so viel? Ja, der kostet 24.000. Eben. Mein. Wie er mein ganzes Geld ausgibt. Also ich gehe auf Ebene 25 runter. Also dann warst du noch nicht so tief unten hier bei uns. Hm, keine Ahnung. Ne, stimmt, das hätte ja die Quest schon gehabt. So. Ich habe schon 5 Iridium-Erz. Ist wieder ein Iridium-Wachen. So, Müsli-Riegel. Bitteschön, dankeschön. Die Hitbox ist manchmal sehr komisch. Also ich verstehe nicht, warum ich manchmal getroffen werde von diesen blöden fliegenden Viechern und manchmal das nicht. Das liegt manchmal auch am Multiplayer, weil der Multiplayer ist halt ein bisschen laggy. Das und kann sein. Ist ja mit den Hitbox-Updates ein bisschen hinterher manchmal. Gerade wenn man Spieler ist und nicht Host. Weil du bist ja Host. Ich bin Horst, ja. Da wird's auch manchmal passieren. Ein Iridium-Barren gleich gefunden bei einem Slime. Na, immerhin. Weißt du, auf der einen Ebene gerade so 5 Iridium-Erz bei ganz vielen Slimes, weil infestet und dann einen Slime getötet. Iridium-Barren. Hallo Slimese. So, wieder ein bisschen Iridium-Erz und wieder mal was Großes essen. So, die pinke Torte ist alle. Ist die ganze pinke Torte allein gefressen? Ja. Hab ich mal was abgegeben da einem hier. Waren ja nur 3 Stück. Und ich bin Kampflevel 8. Ja, bin ich auch fast. Also, wirklich fast. Wurde eigentlich jeden Tag noch Hardwood unten aus dem. Heute habe ich es nicht gemacht. Gestern habe ich es gemacht und vorgestern habe ich es gemacht. Okay. Weil wir brauchen Hardwood, wenn wir Ölmaschinen bauen wollen. Ja, wir haben aber schon einen Haufen Hardwood für Ölmaschinen. Das ist das Gute. Und wir brauchen einen Haufen Hardwood, wenn wir eine Pferdestelle bauen wollen. Ja, 200 Hardwood müssen wir uns registrieren für die Pferdestelle. Das stimmt. Und dann brauchen wir nochmal einen Haufen Hardwood für das letzte Hausupgrade. Nee, das allerletzte braucht nur 100.000. Ja, das ist das vorletzte Hausupgrade, aber trotzdem, wir brauchen Hardwood. Ja, für das nächste Hausupgrade, das stimmt. Ich habe das erste Mal eine Iridium. Natürlich, Suki ist nicht da und keine macht die, der hat die Crabboards für mich auf. Ernsthaft? Ich wusste nicht, dass man hier diese Krabben, die müssen neu sein. Unter Iridium-Erz kann man Krabben finden. Ah, ich habe Krabbenkuchen bekommen. Wie viel heilt denn der? Geschwindigkeit und Verteidigung. Sehr gut. Ich hätte gerne eine Iridium-Spitzhacke. Oh. Was denn? Ich habe ein Crabwood eingesammelt. Ach, aber erstmal mit mir meckern immer, ne? Ja, ich kann ihn ja gleich wieder reinlegen. Du nicht. Ha. Und du spielst auf einem ordentlichen Rechner. Ich spiele nur auf meinem 015 Laptop. Red dich ruhig raus. Jetzt muss man hier für sein Iridium-Erz auch noch kämpfen. Richtig anstrengend. So, erstmal den Krabbenkuchen essen.
weil der gibt mir Verteidigungsplus. Dann habe ich gesehen, dass da oben noch Iridiumerz ist. Eins. Ah, verdammt. Ist das wirklich wert? Ja, es ist. Die haben so viel Leben, diese blöden Viecher. Wow, sind die Iridiumerze jetzt alle so eine blöden Viecher oder was ist denn hier los? Da hast du einfach nur Pech heute. Aber richtig. Also ich hatte davon ja eh schon einen. Ich will jetzt nicht gegen alles hier kämpfen. Schon 19 Uhr. Noch schnell ein paar Müsli-Riegel reindrücken. Und dann. Geister und Mumien. Ich glaube zwar nicht, dass ich es nochmal weit genug runter schaffe, um den nächsten Fahrstuhl freizuschalten, aber okay. 217 Refine Quartz. Läuft bei uns. Nur so ein bisschen. Ein Schacht, na da springe ich rein. 4 Ebenen hinuntergefallen. Tada! Wieder 10 Ebenen geschafft. Gucken wir, ob es auf dieser Ebene noch was Spannendes zu holen gibt. Zum Beispiel das da. Das da. Wir haben auch sehr viel Quarz, also so ist ja nicht. Und noch eine Ebene tiefer, das ist gut. Ich gehe nur schnell. Doch, ist richtig. Und jetzt. So, ich verschwinde wieder im Bett. Schon? Naja, sobald ich hier die Recycling-Maschine nochmal angesprochen habe. Ja, ich gehe noch eine Ebene runter, gucke, ob ich da schnell was finde. Nichts Wertvolles zu sehen. Okay, dann geht's wieder nach oben. Ich bin nicht ewig Zeit hier. Mine verlassen. Hauptsache, wir haben 219 Fackeln. Ich bringe ein Barren und 17 Iridiumerz mit. Das ist schön. Das hat sich richtig gelohnt. So, was ist denn hier von Monstersachen? Das ist Monstersache und das mehr gibt es da unten ja eh nicht. Wieder ein bisschen Edelsteine gefunden. Die Bomben lasse ich gleich mal bei mir. Das und das gehört da rein. Das gehört da rein, das gehört da rein. Der Rest ist alles für die Brennkiste. Das bringe ich morgen weg, weil ich habe früh eh immer Zeit. Morgens hat man immer so viel Zeit, wenn man in die Wüste will, hat man bis um 10. Das sind 4 Stunden. Ja, dann musst du mal genug Zeit, um die Tiere zu pflegen und so alles. Aber du hast ja dein Skill schon auf Level 10. Ja, Kampfstufe 8. 5 Lebenspunkte dazu bekommen. Explosive Munition kann ich jetzt herstellen, wenn ich die Schleuder verwenden würde, was ich nicht tun werde. Und ein Schleimbrutkasten.
Ein was? Ein Schleimbrutkasten, da kann ich Schleimeier aus. Ein Schleimbrutkasten. Ich hab grad Steinbrutkasten gehört und dachte, was? Hofarbeit hat ganz schön was gebracht. Der Stoff wieder sehr teuer. Hab ich den reingeworfen? Nee, den hab ich reingeworfen diesmal. Okay. Ich war zu schnell, weil ich die Angelkiste ausgeräumt habe. Ja, ist aber trotzdem so viel. Also ich glaube, du kriegst den Bonus jetzt auch. Ich bekomme 658 dafür. Ja, ja. Oder, nee, 685 oder so. 58. Irgendwann. 58 ist richtig, bekomme ich auch. Ja, dann ist das quasi jetzt für alle. Geht das für alle. Ja. Oh, du kannst Kaffee und so weiter. Ja, das ist heute Ich werde dir gleich das Feld vergrößern. Heute sowieso noch normales Glück. Da weiß ich nicht, ob ich in die Wüste gehe so schnell. Bohnen sind auch das erste Mal. Ja. Sollte ausreichen, damit du das ganze Feld voll machen kannst, deswegen ich bin schon bei 310. Ja, deswegen haue ich dir hier das ganze Feld. Und dann heben wir dort auch die 371. Wir heben dann erstmal alle auf, weil wir nämlich Kaffee daraus eventuell machen könnten und das wird richtig wertvoll. Ist Kaffee wertvoller als die Bohnen? Ja, ums Doppelte. Auch wenn du brauchst ja 5 Bohnen dafür. Ja, ja, ums Doppelte. Kaffeebohnen bringen dir... Was bringt eine Kaffeebohne? Eine Kaffeebohne 15. Eine Kaffeebohne bringt 15, genau. Und du kriegst 150 pro Kaffee. Nee, nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Brauchst du nicht düngen, lohnt sich nicht bei Kaffee. Überleg mal gerade, wie viel kosten denn uns die Keks? Kupferbarren, Eisenbarren und ein Eichenharz. Wie viel Eichenharz haben wir? Ey. 15 Eichenharz nur. Aber 15 Keksen schon mal nicht schlecht. Ja, wir brauchen mehr Tabber. 2 Kupferbarren und 40 Holz. Das kannst du auch links unter dem Gewächshaus dann hinstellen, alles. Ich werde mal Ich werde mal die Bäume umändern, ne? Ja. Wir werden sehr viel Holz brauchen, aber. So, ich pflanze nämlich 5 von jedem Baum jetzt mal. Na gut, die Bohnen kann ich auch hier reinschmeißen. Die muss ich jetzt nicht extra so viel bringen. Vorher für den Anfang. Zumal ich heute sowieso nicht nachpflanzen muss. Ja. Ich mache die Baumfarm hier hinten hin. Die Baumfarm würde ich unter dem Feld machen. Nicht unter dem Feld, sondern unter dem Gehege. Genau, da wollte ich es hinpacken. Ich gucke nur gerade, wie ich das am schlauesten mache. Haben wir genug Plätze? Das ist jetzt die Frage 1. Ne, da ist ja unser... Da hätten wir ja unsere... Achso, unsere Obstbäume wollen wir dann eh nach drinnen verpflanzen, ne? Ja. Okay. Wir wollen nur den einen haben jetzt erstmal. Okay, dann... Und Robin ist fleißig im Stall beschäftigt? Ja. So. 1, 2, 3... 4, 5. Neun, zehn. Das sind später dann die Bäume. Ja, wir hätten die woanders hinpflanzen sollen. Naja. Dann machen wir das anders.
Ich weiß noch nicht, irgendwie kommt er nicht damit klar, dass ich ihm eigentlich ein neues Musikset gegeben habe. Manchmal spielt er die Songs von Earthbound an und dann spielt er doch wieder zurück. Na Mensch. Das ist jetzt gerade ein wenig, ich möchte das gerne sehr gerade haben. Lohnt sich ja auch dann. Sieht dann schöner aus. Ja, sag ich ja, lohnt sich. Also ich werde das vielleicht später nochmal abändern, aber jetzt erstmal so. Ne, wir können die ja trotzdem noch dann als Baumfarm benutzen, dass wir quasi die Bäume... Ja, aber die ich jetzt dorthin pflanze, die 15, die dann halt nicht erstmal. Naja, erstmal, aber wir brauchen ja nicht unendlich Eichenholz. Das denkst du. Na wenn, dann würde ich Ahornsirup anbauen. Achso, ich mach gleich für jede Baumart. Achso. Zwei. Drei. Oh, ich brauch mehr Steine. Ich mach von jeder Baumart fünf, weißt du? Die ich darf mal anpflanzen, dass sie auswachsen. Ja. Steine sollten wir mehr genug haben. Ja, ich will Steinwege machen, weil Steine haben wir so viel. Wir brauchen sowieso viel mehr Holz. Achso, Plattenwege sehen noch viel cooler aus, aber die muss man sich erstmal das Rezept kaufen, glaube ich. Plattenwege? Steinplatten auch? Ja, Steinplatten direkt. Also nicht diese Tiles, sondern direkt Platten. Ja, ich überlege noch gerade. Ja. Ja, ich nehme erstmal den Pflasterpfad. Das geht auch für den Anfang. Ah. Oh! Captain Eagle Ray. Also, du hast gerade erst geschrieben, okay, deswegen. Moin, moin! Weißt du generell, wie du Mods installierst? Das ist erstmal die erste Frage. Und dann auch erstmal schön, dass du da bist. Hallihallo! Man soll ja seine Höflichkeit und so weiter. Höflichkeit? Ja, Höflichkeit. Kennst du Höflichkeit? Nee. Wer ist das? Das dachte ich mir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, das reicht genau. So, damit die ordentlich wachsen können und man da überall durchlaufen kann. Und dann machen wir die hier weg. Was sagt eigentlich deine andere Baumform? Die wächst langsam, aber sicher. Also, Captain Iglo. Du brauchst als allererstes Smarpy. Also generell die leichteste Sache ist, du gehst auf nexusmods.com, glaube ich. Ist das com? Marfi, weißt du das? Keine Ahnung. Such einfach auf Google nach Nexusmods, dann findest du es auf jeden Fall. Und auf Nexusmods findest du alle möglichen Mods. Du brauchst dann einen Modloader, das ist in meinem Fall Smarpy. Und wenn du Smarpy hast, erstellt er dir sozusagen einen Ordner, der Mods heißt, und dort packst du alle Mods rein. Und die Mods findest du auch auf Nexus Mods. Nexus Mods, ja. Genau. Und die lädst du dir einfach runter und ziehst sie da rein. Was ich habe, ist Skull Cavern Elevator, heißt die. Eine sehr nützliche Mod. Weil man eben nicht ständig wieder hoch und runter muss. Also, UI Interface, auch sehr nützlich. Genau, UI Interface, UI nee, Infosuit heißt die. Infosuit heißt die. Genau. Das ist diese mit dem hier oben die Sachen drin oder ich sehe, wie lange die Sachen noch brauchen, bis sie fertig sind. Und so bei der Kartoffel brauchen noch 5 Tage. Hast du jetzt? Ich habe immer wieder, wenn ich das geerntet habe, Kartoffeln nachgepflanzt, weil... Ich dachte gar nicht, dass jetzt schon Kartoffeln fertig waren. Achso, du hast Kartoffeln statt Knoblauch gepflanzt, oder?
Ja, ich habe aber jetzt waren aber auch schon Kartoffeln fertig. Ja, ja, aber du die hast sind hier oben, die brauchen 2 Tage noch. Ja, ja, aber anstelle von Kartoffeln, anstelle von Knoblauch hast du jetzt Kartoffeln gepflanzt. Ja, auch. Okay. Ich war zu faul irgendwas an. Ja, beim Knoblauch war es deswegen, weil Mittwoch war und geschlossen war. Also habe ich die Kartoffeln einfach zu Seeds gemacht, weil wir davon genug hatten und einfach Kartoffeln gepflanzt. Okay. Ganz einfach. Ich habe die Schilder schon mal nach unten gepackt, Marfi. Für die neue Baumfarm, wo was wächst. Das ist gut. Ich habe jetzt alles ein bisschen größer gemacht. Die Sachen müssen jetzt auswachsen, dann können wir Pepper bauen. Und den Kaffee, den werden wir einfach erstmal in der Kiste lagern. Ja, notfalls im Winter dann den Kaffee rauspulvern oder Ende. Das genau. Geht erst dann, aber mein Gott. Stört jetzt auch nicht. Dann haben wir im Winter. Wenn du Kaffee so trinken willst, wir haben unten noch, wir haben einen Kecker hier unten schon. Ja, ja, also Kaffee trinken für die Wüstenhöhle ist es ganz cool. Dann kannst du dir mal 5 schnappen bei mir unten am Haus einschmeißen. Ja, mach ich mal. So, Müsli-Riegel, das da wollte ich da einpacken. Den wollte ich. Und bald könntest du auch gleich nochmal ein bisschen, obwohl. Oh, jetzt hätte ich auch selbst verkaufen können, nachdem wir gesehen haben, dass das egal ist. Ich habe schon wieder was in die artischen Kiste gepackt. Ja, ich meine Artisan, übrigens ist es, glaube ich, Artisan im Englischen. Artisan? Das hört sich komisch an. Ne, Artischen klingt auch komisch. Artischen der Künstler. Was wollte ich jetzt machen? Kaffee. Warte mal kurz, ich kann 5 mitnehmen, ich gehe sowieso runter. Ich gehe jetzt auch runter. Dann geh du auch runter. Ich weiß doch, worin das endet. Kein Problem. Wenn du noch einen ganz kurzen Moment wartest, kann ich dir auch ganz schnell zeigen, weil wir sind mit dieser Folge für die Aufnahme gerade fertig. Ja. Und deswegen haben wir dann kurz Zeit, denn... Hast du was in die Verkaufskiste geschmissen, Murphy? Ja. Sehr gut. Dann ich nicht auf OK drücken. Okay. Genau. Wir gucken ganz schnell, was wir verkauft haben. Ah, ich kann jetzt auch Keks bauen. Mensch. Genau. Hofarbeit. Wir haben insgesamt ein bisschen was Geld bekommen für die Hofarbeit. Das ist in Ordnung. Und damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Folge von Stardew Valley. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.